Michael Jecker-Küppers ist Experte für Lärm. Lärm, der nicht nur Nerven, sondern auch krank machen kann. Allein in Deutschland sind davon etwa 13 Millionen Menschen betroffen. Woran liegt das, dass mich ein Gespräch ja nicht stört, auch wenn die Dezibelzahl entsprechend laut sein kann, aber dieser Straßenlärm eben schon? Wenn wir miteinander sprechen, dann nutzen wir natürlich die Geräusche positiv. Aber alles das, was wir nicht hören wollen und was uns dann belästigt oder stört, das empfinden wir als Lärm. Und Lärm setzt dann in dieser Form Stresshormone zum Beispiel frei, die wir beim normalen Sprechen nicht haben. Diese Stresshormone führen dann zu bestimmten Krankheitsphänomenen. Krank machen kann eine Umwelt, die dauerhaft lauter als 65 Dezibel ist. Nachts sollten es höchstens 55 dB sein. Werte, von denen die Anwohner dieser Straße nur träumen können. Wir treffen Hans-Peter Hubert. Ist das für Sie eine Einschränkung, dass diese Straße hier so laut ist? Also das ist eine enorme Einschränkung und das ist auch was in den letzten 10 Jahren wirklich enorm zugenommen hat. Berlin hat sich entwickelt und dieser Kiez hat sich enorm entwickelt. Und alle die hier zur Straßenfront wohnen, die können sie quasi nur bei geschlossenen Fenstern nutzen. Und das auch nur, wenn sie gute Fenster haben und nicht wie da drüben noch die alten Kastenfenster. Oh ja. Das hört man. Sie merken schon, wie es ist. Wenn man sich hier mal auf den Balkon setzen wollte, um Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten, das ist eigentlich gar nicht schön. 3/4 der Deutschen fühlt sich von Straßenlärm belästigt. Der macht zwar krank, verursacht aber keine bleibenden Hörschäden. Anders direkte Lärmquellen, die lauter als 85 Dezibel sind. Sie hören doch bestimmt Musik gerade drauf, ja, oder? Dürfen wir mal messen, wie viel Dezibel da drauf sind? Können Sie machen, ja. Ja? Michael Jecker-Küppers misst die Lautstärke direkt am Kopfhörer. So wie Sie es jetzt gehört haben, mit 70 dB ist in Ordnung, würde ich sagen. Okay. Ich habe selbst Tinnitus gekriegt durch zu laute Musik in Clubs und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Dürfen wir mal messen bei Ihnen? Ja, gerne. Ja? Was sagt man, wo ist die Grenze? Ab 85 dB muss man eigentlich Ohrschutz tragen. Im Zusammenleben führt Lärm immer wieder auch zu Konflikten. Das weiß Thorsten Haas. Sein Job ist es, in solchen Situationen zu vermitteln. Worüber beschweren sich denn Anwohner am meisten? Also viele Beschwerden kommen tatsächlich wegen Straßenmusik. Straßenmusik, worüber sich viele Menschen hier freuen, ist für viele auch störend. Es ist vor allem störend, wenn Sie 4 Stunden lang dasselbe Lied hören. Wenn Sie einen Wunsch hätten, was das ganze Thema Lärm in der Stadt angeht, was würden Sie sich wünschen? Ich wünsche mir Respekt von allen Beteiligten. Denn manchmal ist Lärm auch einfach eine Sache der Perspektive.